Ich begrüße euch alle herzlichst zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt, hier mit Geralt. Ja, Kyra ist tot, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, aber okay, wir machen weiter hier bei der Ruine des Anwesens mit Preben. Was? Preben. Preben und Trebor. Hallo? Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Ja. Euer Allgott also, ja? Erzählt mir mehr über ihn. Das scheint also eine Art Kult zu sein. Wir haben ja im letzten Video auch kurz etwas dazu gelesen, dass die Dorfbewohner glauben, hier in dieser Ruine würde eine Art Gottheit leben. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Wollte ich gerade sagen, der sieht auch so aus, als würde eine höhere Macht über ihm wachen. Ja, was gibt's denn an euren Opfergaben auszusetzen? Warum sollt ihr denn sauer sein? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ja, wir könnten uns diesen Allgott natürlich mal ansehen. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ein gieriger Gott. Ah ja. Was für ein Schreien. Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Ja, ja. Ich denke mal, der lässt sich schön da Sachen, ne? Von den Dorfbewohnern geben und in Wirklichkeit sitzt er einfach nur unten drunter in seiner unterirdischen Höhle. Also, ich meine, ein Mensch natürlich. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem niemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Ja, da sitzt wohl jemand, erlaubt sich einen Scherz und lässt sich hier ordentlich durchfüttern. Den geheimen Weg, ja, da knallt wieder jemand die Tür hier. Den geheimen Weg hier haben wir bereits gefunden. Was ist das denn? Was zum Teufel? Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist, aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen.
Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Was ist das bitte für ein komisches Ding? Bist du schon lange hier? Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Ja, er redet, das Flugzeug über unserem Hause fliegt. Entschuldigung, wenn man das gehört hat. Meine Güte, war ja ein Düsenjet oder sowas in der Richtung. Ich habe einen Einfall, ich bring dich um. Gib dich mit dem zufrieden, was du kriegst, oder stirb. Ich sag's ihnen. Ja, ich würde beinahe sagen, faktisch gesehen brauchen Menschen etwas, woran sie glauben können. Eine Art Gottheit, die... Es ist ja auch bei uns ganz interessant, dass viele der ehemaligen Gebote, die die Menschen eingehalten haben, eben durch Furcht vor einer höheren Macht überhaupt nur eingehalten wurden. Sonst hätten wir heute vielleicht doch gar keinen Rechtsstaat. Aber, trotzdem muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, auf so einen Gott kann man eigentlich verzichten, oder? Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Verdammt, bist du hässlich. Tut mir leid, Leute, aber sowas... Das geht gar nicht. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ein Stück weit darf ich hier auch meine Gedanken einfühlen lassen und das kann ich nicht. Den jetzt einfach am Leben lassen und ich weiß ja nicht. Seit einem Jahrhundert ist er hier unten und macht nichts anderes außer den Bauern das Leben schwer. Kann ja sein, dass er ihnen auch Segen gibt, aber ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Vieh war. Ist das wie fähig, Glauben auszusprechen oder Gebete zu erhören? Ich meine, bevor der Bauer oben den Busch entzündet hat, haben die Bauern ja auch überlebt. Das heißt, sie brauchen ihn ja nicht. Sie waren nicht von ihm abhängig. Aber er hat eine Abhängigkeit erzeugt. Daher fand ich das richtig. Gibt's was Neues? Euer Allgott ist tot. Für immer. Gute Neuigkeiten. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat euch lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. So oder so ähnlich sollte man als selbstbewusster und vor allen Dingen selbstdenkender Mensch arbeiten. Nein, natürlich nicht. Macht euch eures Vernunftes macht euch eures Verstandes bewusst. Unmündigkeit und so weiter. Immanuel Kant wusste schon, wovon er spricht. Aber okay, anderes Thema. Was machen wir als nächstes? Aufgaben oder Quests. Familienangehörigkeiten, Ciri, Herrinnen des Waldes wäre natürlich jetzt ein guter Anlaufpunkt. 11, 10, 7, das Ahnenfest, genau. Trifft den Weidelau Mitte nach dem Steinkreis auf der Reuseninsel. Das wäre doch mal was, oder? So, da machen wir dann mal eine Schnellreise hin zur Insel, das erlaube ich mir jetzt mal.
Ja, genau. Die Aufgabe des Ahnenfests, das sollte sich gut als nächstes bieten oder anbieten. Und danach können wir dann gerne mit den Herrinnen des Waldes weitermachen auf der Suche nach Ciri. Ist ja mittlerweile auch schon etwas länger her, dass wir da weiter kooperiert haben. Wir wollen ja herausfinden, inwiefern sich Ciri mit den Hexen hier in der Gegend angelegt hat. Und die werden uns dann sicherlich auch etwas über ihren Aufenthaltsort sagen können. Reuseninsel. Ich mag die Insel nicht, Leute. Ich mag sie ganz und gar nicht. Einmal hier mit Keira, dann das mit Alexander, mit dem Menschenversuchen. Dann das mit unserer guten Frau, die uns im Nachhinein ja dann doch hintergangen hat. Isabelle, oder wie hieß sie nochmal? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Unglaublich. Eine verfluchte Insel, möchte ich sagen. Eine verfluchte Insel voller Ghulen. Komm schon. Naja. Ghule sind jetzt nicht mehr so bedrohlich. Ich erinnere mich da noch an düstere Zeiten zu Beginn des Spiels. Die ersten Ghoulnester, aber das haben wir mittlerweile hinter uns gelassen. Und ich bin gespannt, was es hier zu tun gibt. Da stehen massig Schiffe. Was haben wir denn hier? Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Ja, wie gesagt, die Insel ist mir sehr, sehr unsympathisch. Was ist denn hier los? Ah, das Ahnenfest, natürlich. Och Gottchen. Hier hat sich eine ganze Menschenmasse versammelt. Daraus kommt schon wieder ein Flugzeug, Leute. Das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir die Serie. Der Weidler. Wir machen einfach weiter. Ich komme bald wieder. Ach, Mitternacht. Natürlich. Wir kommen nicht bald wieder, wir warten hier erstmal. Tam 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 tam. So. Ihr wisst es wohl. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Ja, okay. Von mir aus können wir anfangen. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Na super. Ich glaube, das wird schwieriger, als ich denke. Das Ahnenfest. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt? Wir dürfen nicht speichern. Darf ich aber ganz schnell ins Inventar? Dankeschön. Was genau wartet uns? Verfluchtenöl. Geisteröl. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Entgleitet. Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Ertrunkene. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeug. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Schlecht! Ein Geräusch! Wer hätte Aua! Gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht! Er brennt den Heilrauch! Oh Mann!
nichts gedacht. Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Soll ich ihn fortjagen? Nee, wer bist du denn überhaupt? Wer bist du? Er weiß es. Oh Mann, soll ich ihn fortjagen? Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Das war Nilfgaarder, oder? Er wollte gerade... Ich würde, um ehrlich zu sein, doch sagen... Also, es ist ganz kurz. Sie rufen die Geister, die keinen Frieden finden, um ihnen Frieden zu geben. Er wollte gerade eben den Geist seines Vaters stellen, so wie ich das verstanden habe. Und ich finde, das ist sicherlich ein guter Weg, um auch die Geister ins Jenseits zu begleiten. Man hat ja auch hier auf der Insel gesehen, was sonst passieren kann. Daher würde ich sagen, lasst sie in Ruhe, es muss getan werden, damit nicht noch mehr Flüche hier überall existieren. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Oh oh. Du wirst auch... Gute Leute! Lasst diesen ab! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still. Nur wird es mehr dunkel. Welche Gestalten lauern im Dunkel? Aua. Nur ein Hexer. Und auf Wiedersehen. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Okay, was denkst du darüber? Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Dann machen wir weiter. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkel. Welche Gestalten lauern im Dunkel? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkel. Welche Gestalten lauern im Dunkel? Erscheinungen. Der oh, oh. Heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Das musste ja passieren. Aua. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, alles ist verloren. Hm.
Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Ja, dein alter Ambros nannte dich aber Vatermörder. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Aber wir müssen etwas dagegen unternehmen und das scheint der einzige Weg zu sein. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Finde mit Hilfe deiner Hexensünde die Leiche des Vaters des Weidelers im Sumpf. Oh Mann. Was für ein Ahnenfest. Hexenjägerschwert, okay. Hexenjägerschwert. Es klart auf. Tut es das, ja? Schön, Geralt, dass du das Wetter immer so gut bewertest. Also, die Erscheinungen verlieren auf jeden Fall interessante Sachen. So, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Und schauen uns mal ganz kurz die Hexenjägerschwerter an. Vom Wert her wirklich ordentlich. Aber dafür können wir auf unsere Klinge natürlich hier die Runen platzieren. Wir bleiben auch bei unserem Schwert. Ich meine, die ganzen Effekte. 47% kritischer Trefferbonus, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So. Wir müssen also in den Sumpf gehen. Wo ist der denn bitte? Jo, da ist mal ein schickes Stückchen. Dann haben wir aber ein neues Ziel. Und der Weidel hat also tatsächlich seinen Vater ermordet. Das war ja naheliegend, dass er es tatsächlich getan hat. Wow. Die Hexenjäger. Ich dachte, das wären Nilfgaarder Truppen. Weil der eine sah auch genauso aus wie einer von den von Nilfgaard, den wir bereits getroffen haben. Ich dachte echt, das wären Nilfgaarder. Aber okay, Hexenjäger, dann war die Entscheidung definitiv richtig. Denn die haben wirklich keine Ahnung von den Bräuchen hier. In den Ländern. Oder eher gesagt, in den Gebieten. Und wir sehen zu, dass wir rüber zum Sumpf kommen. Auch wenn das ein ordentliches Stückchen ist, denke ich mal, mit dem Boot müsste das schnell gehen. Ach, das ist sogar unser Boot, das vorne bereits beschädigt ist. Und sogar das sieht man. Man sieht sogar vorne die kaputte Stelle. Das ist wirklich der Wahnsinn. So. Aber auch die Aufgabe mal wieder. Wie im Nachhinein abwechslungsreich und tiefgründig die Aufgabe allein jetzt hier wieder mit dem Weideler ist. Und wenn man so Aufgaben wirklich einfach nicht löst, das ist ja eine Schande drum, so etwas nicht zu sehen. Denn das ist ja nun mal wahnsinnig großer Inhalt, den das Spiel bietet. Das mit Kaira war jetzt komplett Nebenaufgabe, das Ganze hier mit dem Weideler ist komplett Nebenaufgabe. Es ist wirklich der Umfang des Spiels bis jetzt Wahnsinn. Dazu kommt noch ganz Skellige, wir haben auch hier das Gebiet noch nicht ansatzweise fertig erkundet, also vom Umfang des Spiels bin ich schon mal begeistert. Definitiv. Abgesehen davon, dass man sogar in den Gebieten, in denen wir jetzt waren, sicherlich noch, boah, Dutzende Spielstunden verbringen kann. So, wir sind jetzt natürlich in einer Ecke, in der wir noch gar nicht waren. Das ist aber nicht weiter schlimm. Denn hier haben wir nach Erzdorf und zu dem Banditenlager recht guten Anschluss. Das heißt, ich bin ja auch übrigens ganz falsch.
Ich würde gerne einmal darüber laufen. Waren wir da noch nicht? Ich kann mir kaum vorstellen, dass da kein Wegpunkt zu finden ist. Ich drücke mal die falsche Taste. Einmal hier rüber. Dann müssten wir genau bei einem Dörfchen mit einem Bötchen auskommen. Und ich glaube kaum, dass da kein Wegpunkt ist. Plackerei, sag ich ja. Oh. Oh. Da ist was unter den Bodenbrettern. Vielleicht sind sie lose. Oder ich breche eins raus. Schlüssel benötigt. Was war denn hier bitte los? Also da haben wir eine Truhe, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Hier hat irgendjemand oder irgendetwas gewütet. Da ist der Baum, zu dem wir auf jeden Fall noch gelangen werden. Die wilde Jagd kann es nicht gewesen sein. Dann hätten wir hier auch Eisspuren. Da kommen wir nicht rein. Seltsam. Auch abgeschlossen. Irgendwas stimmt hier nicht. Uns fehlt definitiv dieser Schlüssel. Aber okay, mehr gibt's hier scheinbar nicht. Das ist schlichtweg ein verlassener Ort, der wohl überfallen wurde. Okay, hier haben wir unser Bötchen. So. Ach. Der Morgen bricht herein. Wie schön die Vögel da oben fliegen. So. Und einmal hinüber zum Sumpf. Ich hoffe, dass die ganze Aufgabe nicht zu schwierig für uns ausfällt. Dem Sonnenaufgang entgegen. Okay, da haben wir kurz keinen Wind mehr gehabt. Wie gigantisch die Spielwelt aber ausfällt. Da haben wir, wie gesagt, diesen riesigen Baum da oben, den wir später natürlich auch nochmal erkunden werden. Doch zunächst wollen wir hier zum Sumpf übersetzen. Um die Leiche des Vaters vom Weideler zu finden. Und auch der nächste Stufenaufstieg lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten, wie ich gerade sehe. Und dort kommt langsam die Sonne zum Vorschein. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich wirklich von dem Spiel überzeugt. Grandiose Arbeit. Ich hoffe mal, dass das Gebiet jetzt nicht viel zu schwer sein wird. So. Falls doch, haben wir natürlich ein Problem. Motor heute Stufe 7. Das sieht ja... schon mal gut machbar aus, wollte ich sagen. Ja. So viel dazu. Gut erhalten.
Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Sprich mit dem Weideler. Na, wenn das mal funktioniert hat. So, da vorne war eine Aufgabe. Das habe ich ganz genau gesehen. Jeder Meister, bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Leslav. Hallo. Wer bist denn du? Ein Einsiedler, wie es aussieht. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Bitte was? Erzähl mal bitte etwas über dieses Monster. Dieses Monster? Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig, brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Ja, beim Thema brauchen wir Geld, um das Monster zu jagen. Ich kann helfen, gegen eine Gebühr. Freilich, nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ja, dann handeln wir mal, oder? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Nee, also tut mir leid. 270 sind schon drin, ne? Ich steche Torf, Meister. Kein Gold. So viel könnte ich im Leben nicht bezahlen. Okay. Eindeutig überzeugt. Bleiben wir mal etwas freundlicher und sind mal mit 248 zufrieden. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Besser als gar nichts. Na gut, dann ab an die Arbeit. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Das Ding aus dem Sumpf. Finde heraus, was die Leute im Nebel tötet. Hier sind wir jetzt. Oh, Jemine. Ich frage mich, welche Stufe hierfür empfohlen wird. 12. Das müssten wir schaffen. Nahe eines Dorfs namens Niederwir traf Geralt auf einen Torfstecher, der wirkte als Plage in etwas. Er warnte den Hexer vor einer erstickenden Nebel, der aus den nahen Sümpfen kam. Geralt folgerte rasch, dass sich hier ein Monster befindet und beschloss, sich der Sache anzunehmen. Ja, machen wir auch, zumindest probieren wir das, aber erst beim nächsten Mal. Ein Hexauftrag, der nicht ganz so einfach zu sein scheint, aber probieren geht über Studieren, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit dem Ding aus dem Sumpf.